So, hi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Custom Rigs. Heute geht es mal wieder um, was heißt mal wieder, heute geht es eigentlich um den ersten CPU-Wasserkühler-Test hier auf YouTube, den ich für meinen Channel veröffentliche. Und ich habe vor Weihnachten eine CPU-Wasserkühler-Ranking-Liste rausgehauen. Und da habe ich 6 oder 7 Kühler schon getestet. Die habe ich alle mit einmal getestet, an einem Tag. Das war ganz schön anstrengend. Und ich möchte natürlich, dass so viele wie möglich CPU-Wasserkühler in diese Liste mit aufgenommen werden, um dass ihr euch einen Überblick verschaffen könnt über die Kühlleistung, über die verschiedenen Modelle. Habe auch auf meiner Internetseite zu jedem Modell eine Bilderreihe, wo ich jetzt nicht nur den CPU-Kühler von außen fotografiere, sondern ihn auch wirklich zerlege und das Innere quasi dort zeige, wie der Kühler von innen aufgebaut ist und wo ich auch ein bisschen was zu dem Kühler selber schreibe, zu den Firmen, wer dahinter steht und so weiter. Und da machen wir heute direkt mit dem nächsten CPU-Wasserkühler weiter. Und zwar ist es der Fantex Glacier C350i. Der wurde mir bereitgestellt von Case King. Den könnt ihr auch kaufen auf Case King für 79,90 €. Ja, Case King hat mir den für den Test hier bereitgestellt. Und ich denke, der macht sich ganz gut in der Rankingliste. Es ist ein weit verbreiteter Kühler, haben einige verbaut. Und ob es wirklich die Spitze des Eisberges ist, weil Glacier übersetzt Gletscher heißt und ob er seine Konkurrenten eiskalt stehen lässt, das sehen wir jetzt im Test. Ja, da fangen wir direkt an. Und zwar jetzt hier der Glacier 10350i von Fantex. Ich habe mir den Kühler im Vorfeld nicht angeguckt, weil ich mir das jetzt fürs Video aufheben wollte und wirklich meinen ersten Eindruck wiedergeben möchte. Und zwar handelt es sich hier um die Version für den Sockel 2011.3 oder halt den Sockel 1151, der am weitesten verbreitet ist, 1151 Intel, also in dem Fall ist es für den Intel-Sockel gedacht. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie der ausschaut, was dabei ist, und ja, ich packe einfach mal aus. So, der Karton ist schon mal easy zu öffnen. Und wenn man den aufmacht, kommt einem gleich der Kühler entgegen. Und ich muss sagen, das sieht wirklich geil aus. Also der Fantex Glacier C350i gefällt mir optisch wirklich gut. Ja, das ist die Chrom-Version, wie ihr jetzt hier seht. Die gibt es auch nochmal in schwarz. Also da sind die Blenden und so weiter schwarz. Die Chrom-Version sieht richtig fett aus. Also wenn man sich das mal anguckt, wie geil das glänzt. Auch die Optik jetzt vom Kühler selbst finde ich nicht schlecht. So, wir holen den jetzt mal raus aus der Packung. Er ist wirklich ziemlich schwer, muss ich sagen. Schwerer als andere Kühler. Und wir gucken uns den Kühler dann gleich an, schauen mal, was in der Packung noch mit drin ist. Die Verpackung ist wirklich gut aufgebaut, muss ich mal sagen. Man kommt gut an den Kühler ran, der lässt sich gut dort drin verstauen. Das ist aber eigentlich eher unwichtig, weil man ja den Kühler eh auf dem Mainboard verbaut. Und da haben wir jetzt hier die Anleitung, die dabei ist, bebildert. Und mit Text auch nochmal eine Übersicht, was jetzt alles dabei ist im Lieferumfang. Wir haben dann hier sind Kabel dabei für die RGB-Beleuchtung. Ich hole die mal aus der Tüte raus, weil das eigentlich auch wichtig ist. Ja. Okay, also ich hab das schon gesehen, dass das so ein Y-Kabel ist. Man hat zwei so eine kleinen Stecker, die man dort an den Kühler dann ransteckt, links und rechts. Und dann hier entsprechend ein Kabel dabei. Ja. Gut. Kabel sind dabei. Ich muss dazu sagen, ich werde bei dem Test jetzt nicht groß auf die RGB-Beleuchtung eingehen, weil es mir bei den CPU-Kühlern mehr um die Kühlleistung geht. Das Optische ist ein reines, sagen wir mal, ein Bonus sozusagen, wenn der Kühler dann auch noch geil aussieht. Natürlich nicht schlecht. So, dann haben wir dabei hier Fantex Wärmeleitpaste. Habe ich in dem Fall jetzt auch noch nicht so gesehen. Ich werde im Test diese hier nicht verwenden, weil ich halt meine CPU-Kühler alle mit einer mit der gleichen Wärmeleitpaste teste. Deswegen, schöne Beigabe, wenn man keine Wärmeleitpaste hat, hat man welche dabei. Schrauben. Wahrscheinlich um die Backplate zu verschrauben am Mainboard. Noch mehr Schrauben und Abstandshalter. Ja, das scheint mir eher, als wenn das die Schrauben sind für die Backplate.
Ach nee, Moment. Doch, doch, das könnten so sein. Ah, man muss halt die Anleitung lesen. Dann weiß man noch, was verschrauben ist. Und hier ist die Backplate. Hier ist eine Backplate dabei. Nicht bei jedem Kühler ist eine Backplate dabei. Viele Hersteller wollen extra Geld haben. Da kostet eine Backplate mal schnell 10 bis 15 Euro. In dem Fall ist sie dabei bei den 79,90 Euro. Ja, hier steht auch nochmal hinten drauf, für welche Sockel die geeignet ist. Sockel 1366, Sockel 1156, 1155 und 775. Wenn man jetzt mal überlegt, da fehlen ja eigentlich die Sockel 2011 und 1151. Ja, sind aber mit kompatibel, hat sich nicht geändert. Seit langer Zeit sind jetzt die Lochabstände eigentlich schon die gleichen. Ja, schöne Backplate. Relativ, also die ist wirklich massiv. Ja, und hier gut isoliert und abgepolstert. Ja, werden wir dann sehen, wie gut sich das Ganze dann verbauen lässt. Okay. So, kommen wir zum Kühler selber. Ja, das ist ein wirklich sehr schicker Kühler. Also ich finde ihn wirklich ultra mega geil. Sieht wirklich geil aus. Ja, wenn man sich den jetzt mal so anguckt hier, mal ringsrum dreht. Hier ist jetzt noch die Schutzfolie drauf, die dürfe ich nicht vergessen abzumachen nachher beim Test. Ich mache die jetzt gleich mal für euch ab, da gucken wir uns mal die Rückseite gleich mal an, wenn wir schon mal dabei sind. Gucken wir uns das mal an. Ja. Hier sehen eine wunderschön vernickelte Rückseite. Ja, wirklich spiegelglatt das Ganze. Sieht wirklich sehr gut aus. Und vor allen Dingen auch eine schöne große Kühlfläche. Ja. Ja. Sollte auch so sein, weil wenn man jetzt überlegt, die Sockel 2011 Prozessoren haben einen wesentlich größeren Heatspreader als die 1151 CPUs und dementsprechend muss natürlich die Kühlfläche auch größer ausfallen, wenn es mit beiden kompatibel sein soll. Ja, jetzt sehen wir hier zwar Schrauben, aber wir sehen keine Schraubenköpfe. Wir sehen jetzt hier auch Stecker, aber wir sehen keine RGB-LEDs. Ja, die haben sich nämlich versteckt, das haben die ganz cool gemacht. Man hat hier so Cover auf dem Kühler, ja, die sind so magnetisch und werden dort gehalten auf den Schraubenköpfen. So zack, sind die Cover ab, das sind hier so links und rechts zwei so eine Blenden. Und unter den Covern, unter den Blenden befinden sich jetzt hier die vier Schrauben und man sieht auch die Platinen für die RGB-Beleuchtung. Und hier sind die beiden Stecker. Ja. Wo man die Kabel anschließt und wir machen direkt jetzt mal den Kühler auf und schauen uns den mal an, wie er von innen aufgebaut ist. So, dass in meiner Butze hier übelst dunkel ist, habe ich mal ein Licht angemacht. Ah, draußen das Wetter ist jetzt auch nicht so toll. Und ja, wir schauen uns mal. Oh, hier ist direkt. Ach so. Jetzt ist hier gerade das RGB-Modul oder die Platine rausgerutscht. Ich habe das jetzt gerade mal hier. Man kann die rausnehmen. Das ist natürlich nicht schlecht. Gucken wir das jetzt mal an. Die Ene ist gerade eben von selbst rausgefallen. Bluch. Ist draußen. Ja. Sind quasi die Beleuchtungseinheiten jetzt hier. In dem Fall eine links, eine rechts. Ja, zwei LED-Strips auf einer harten Platine. Ja. Also keine Soft-Strips in dem Fall, sondern dann wirklich massive RGB-Strips. Lege ich mal daneben. So, was mir jetzt als erstes auffällt bei dem Kühler ist, dass wir jetzt hier zwei Anschlüsse haben. Ja, da hat jeder Kühler zwei Anschlüsse, aber in dem Fall ist es weder Eingang noch Ausgang, sondern man kann hier bei dem Glacier C350i kann man die Anschlüsse anschließen, wo man will. Also man kann den Ein- und Ausgang drehen und wenden, wie man möchte. Man kann quasi in jeder Einbaulage die Anschlüsse optimal sozusagen montieren, um natürlich dann nachher beim Verschlauchen oder mit dem Hardtubing natürlich das optimalste Ergebnis zu erzielen. Von der Hinsicht finde ich das gar nicht schlecht, dass er jetzt hier kein Input-Output hat, sondern wirklich beide Seiten genutzt werden können, egal wie. Ob das nachher kühlleistungstechnisch einen Unterschied macht zu anderen Kühlern, das sehen wir dann nachher im Test. Ich würde ihn jetzt direkt aufschrauben. Das sind jetzt hier vier Schrauben, in Sechskant, schraube ich jetzt mal direkt auf. Ja, da löst sich direkt außen das Bracket, die Halterung jetzt hier in dem Fall. Legen wir mal daneben.
Und dann bei den Schrauben noch. Diese Lösung ist nicht schlecht, weil wir haben ja jetzt hier einen Acryltop, Acryloberteil. Und was halt oft passiert ist, dass wenn man Schrauben ins Acryl schraubt, dass die irgendwann ausbrechen, das Acryl reißt, platzt oder sonstiges. Und Fantex umgeht das jetzt natürlich hier, indem die Schrauben durchgängig sind, durchs Acryl oben die Halterung, die Sockelhalterung quasi außen verschraubt werden und das direkt in die Bodenplatte reingeht. Ja, die Gewinde sind quasi jetzt hier in der Bodenplatte drin, was natürlich wesentlich massiver ist und dadurch natürlich das Acryl auch wesentlich besser hält und die Chance, dass es irgendwie Schaden nimmt, wesentlich geringer ist. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jeder zweite Kühler reklamiert wird. Und dann nehmen wir das mal hier ab. Zack. Okay. So. Oh, das sieht echt nicht schlecht aus. Wir haben jetzt hier das Acryloberteil. Das ist wirklich komplett klar. Das ist wirklich, also ich muss sagen, es ist das klarste Acryloberteil, was ich bis jetzt bei den CPU-Kühlern gesehen habe. Also durchsichtiger geht es bald gar nicht. Ja. Wenn man sich das mal anschaut hier, kann man wirklich fast 1:1 durchgucken wie durch eine Glasscheibe. Wirklich gut, wirklich toll. Also ich muss sagen, also die auf alle Fälle wird da wahrscheinlich werden die das polieren. Ich weiß es nicht. Man sieht hier keine Frässpuren. Das Ding ist arschglatt. Ja. Also verarbeitungstechnisch hier schon beim Acryltop. Also erste Sahne, sage ich mal. Das kann man nicht besser machen, würde ich sagen. Dann die Bodenplatte. Haben wir jetzt hier eine Dichtung. Ja, sieht aus wie eine 2 mm Dichtung, wie sie überall verbaut wird. Ja, wird wahrscheinlich eine NBR sein. NBR 70 Standarddichtung, die man eigentlich im Wasserkühlungsbereich überall verwendet. Was mir dann jetzt auffällt ist, man hat jetzt hier die Kühlfinnen. Die sind jetzt nicht so fein, wie man sie von anderen CPU-Kühlerböden kennt. Ich schätze mal, der Abstand beträgt auf alle Fälle einen halben Millimeter. Das ist zwischen den Finnen, das ist relativ viel, aber sie sind extrem hoch. Somit wird natürlich auch Kühlfläche geschaffen. Wir haben dann quasi sollten einen ziemlich guten Flow haben und doch eine akzeptable Kühlleistung auf alle Fälle, weil diese Kühlfinnen halt extrem hoch sind. Man sieht jetzt hier, dass die äußeren Finnen sich, ich guck mal ein bisschen ran hier, dass die äußeren Finnen sich nach innen gebogen haben. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das werde ich jetzt für den Test nochmal ein bisschen verbessern und die wieder ein bisschen befreien und etwas nach außen biegen. Aber im Großen und Ganzen sind das wirklich die höchsten Kühlfinnen bei einem CPU-Kühlerboden, die ich jetzt so bisher gesehen habe. Ihr seht jetzt hier auch schön, dass sie jetzt nicht so dicht beieinander stehen wie bei anderen Kühlerböden. Wie zum Beispiel beim Kryos oder so. Das ist ja so eine feine Struktur. Da kann der jetzt hier nicht mithalten. Aber ich denke, die Kühlleistung wird trotzdem nicht so schlecht sein, dadurch, dass halt die Kühlfinnen extrem hoch sind. So, der Glacier C350i ist wieder montiert. Der wird jetzt hier auf das S-Rock Z170 OC-Formular montiert. Dazu haben wir jetzt hier die Backplate, die ich jetzt auf der Rückseite platzieren werde. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze zusammenzubauen ist. Also jetzt easy hier die Backplate auf die Rückseite vom Mainboard platzieren. Dann gibt es hier diese Stehbolzen, Schrauben, die kommen von der Rückseite rein, gucken dann nach vorne raus, werden durch die Gummierung gehalten quasi von der Backplate und fallen entsprechend, wenn ich das Board dann jetzt gleich wieder umdrehe, nicht raus, was ziemlich cool ist, weil sonst wäre das ein ganz schönes Gefummel. Ihr könnt das natürlich im eingebauten Zustand mit eurem Gehäuse machen, die meisten Gehäuse haben ja hinten Ausschnitte. Ich auf meinem Benchtable muss jetzt das Board runterbauen und montiere jetzt den Kühler quasi außerhalb.
So, der Kühler ist montiert. Ja. Ich gucke mir dann bei der Demontage den Wärmeleitpastenabdruck nochmal an, ob sich die Wärmeleitpaste vernünftig verteilt hat. Der Kühler wird fürs Endergebnis auch noch zweimal demontiert und wieder montiert. Also ich baue den dreimal an und ab und nehme dann das Durchschnittsergebnis von allen drei Messungen. Ja, nehme ich dann und das ist dann halt der finale Wert. So, ich würde das Ganze jetzt mal auf dem Benchtable platzieren und wir gehen ran an den Test. So, der Glacier C350i ist jetzt hier montiert. Ja, man sieht jetzt hier noch, dass hier noch einige Luftblasen sind. Die werde ich jetzt noch rausmachen, indem ich die Pumpe mal immer schneller und langsamer drehe. Da geht das Ganze ein bisschen zügiger. Und dann schauen wir mal, was er so leistet. Da habe ich direkt mal die Aquasuit geöffnet. Habe hier meine Testoberfläche. Und ja, wie wir sehen, sind hier alle wichtigen Daten da. Wassertemperatur, ja, Kerntemperatur, CPU-Takt, maximale Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, Radiator, Lufteinlasstemperatur und hier auch der Durchfluss und die Pumpengeschwindigkeit. Aktuell läuft die Pumpe auf 75%. Ich teste den Wasserkühler bzw. die Wasserkühler auch bei 75% Flow. Und die Temperaturen nehme ich auf mit CoreTemp, lasse ich mitlaufen, nebenbei quasi, nehme dann die Min-Temperatur, den Durchschnitt als Idle-Temperatur und die Max-Temperatur nachher nach dem Prime 95 Run den Durchschnitt als maximale Temperatur und berechne das dann quasi im Gegenzug zur Wassertemperatur. Sprich, der Delta T zur Wassertemperatur von der Kerntemperatur ist dann nachher der ausschlaggebende Wert, der in die Bewertung eingeht. Ich würde jetzt mal mit dem Test hier beginnen und melde mich dann zurück, wenn wir mal die Ergebnisse haben. So, Leute, der Test ist durch. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Der Fantex Glacier C350i ist von der Optik her wirklich erstklassig, von der Verarbeitung wirklich toll. Also gibt es nichts auszusetzen. Die Montage ist wirklich easy. Also es geht wirklich verdammt gut. Aber er hat leider, also er hat den letzten Platz belegt von der Kühlleistung her. Noch hinter dem günstigen 12 Euro China Bixby Kühler. Ich denke, dass das für das, für das Design, das Kühldesign spricht, dass der Kühler jetzt hier so schlecht abgeschnitten hat. Vielleicht sollte Fantex auf alle Fälle überlegen, hier auf ein Jetplate-Design umzurüsten und vielleicht doch die Universalität hier vom Ein- und Ausgang halt über Bord zu werfen und dann doch lieber auf Kühlperformance zu setzen, weil ich sag mal, zum ersten Platz, der aktuell immer noch vom Heatkiller 4 belegt wird, sind es fast 5 Grad Unterschied. Also das ist schon nicht wenig. Ich sag aber jetzt mal so, der Kühler kühlt immer noch besser als ein Luftkühler. Ne? Und wenn man jetzt damit leben kann, dass man jetzt 5 Grad wärmer ist als ein Heatkiller oder so, hat man jetzt hier auf alle Fälle wirklich einen tollen Kühler. Also wie gesagt, Verarbeitung ist wirklich top. Wenn sie dort an der Kühlleistung noch ein wenig feilen würden, wäre das natürlich optimal. Ich denke, dass Fantex sicherlich irgendwann noch mal wieder einen neuen Kühler rausbringen wird und der wird definitiv, denke ich, nicht mehr im Inneren so aussehen wie der hier. Fast alle Hersteller setzen auf so ein Jetplate-Design oder so ein integriertes Jetplate-Design, dass die Jetplate quasi mit im Acryldeckel integriert ist, wie beim Heatkiller oder wie beim Kryos von Aqua Computer.
Also, meine Theorie, beziehungsweise es wird auch wirklich so sein, ist das simple Design von dem Kühler, was natürlich super ist für die Universalität vom Drehen, dass man, wie man den halt montieren kann, man kann so, egal wie, Input, Output ist völlig egal. Input, Output würde aber wahrscheinlich Sinn machen, wenn sie das ganze Acryltop wirklich dann auch abändern würden. Die meisten Kühler haben ein Jetplate-Design, sprich mit aufgelegter Jetplate über dem Kühlerboden oder mit integrierter Jetplate im Acryltop, so wie zum Beispiel der Heatkiller von Watercool oder der Kryos von der Kuplex, Kryos von Aqua Computer. Die haben so eine integrierte Jetplate, die quasi so ausgefräst ist. Und da ist es so, dass dort die Flüssigkeit ja nicht wie hier von links nach rechts fließt einfach nur, sondern wirklich in die Mitte des CPU-Kühlers mit maximalem Druck geleitet wird. Und nach außen hin dann das erwärmte Wasser abgeführt wird und durch den Ausgang halt wieder rausgeht. Hier ist es der Fall, hier geht das Wasser einfach rein, verteilt sich komplett über die komplette Breite des Kühlers und fließt quasi von einer Seite zur anderen. Das ist sehr gut für den Fluss. Ja, also der Kühler ist vom Flow her wirklich sehr gut, wie ihr gesehen habt in den Ergebnissen, aber schlecht für die Kühlperformance. Es ist einfach so, das Wasser geht hier rein, ja, geht auf die komplette Breite des Kühlers, der ganze Druck geht quasi flöten, das Wasser fließt außen lang, wo eigentlich ja keine Wärme groß abgeführt werden muss. Sprich, der Fokus vom Mittelpunkt, da wo der Die auch wirklich ist in der CPU, geht hier komplett weg. So, und deswegen denke ich auch, dass der Kühler jetzt hier so schlecht abgeschnitten hat. Ich denke, dass Fendex in Zukunft dort nachbessern wird. Und ja, ich hoffe, dass es nachbessern wird. Für 80 Euro kann man definitiv eine Kühlleistung der Oberklasse erwarten. Und ich hoffe, dass das einfach in Zukunft mit neuen Modell dann quasi abgestellt wird. Aber ja. Super Kühler an sich, geile geil zu montieren, geile Optik, super verarbeitet, ja, aber von der Kühlperformance halt her jetzt nicht der Überflieger. Ich habe eigentlich mehr erwartet, bin quasi ein bisschen überrascht auch. Ich habe den Kühler auch mehrmals montiert, habe den Wärmeleitpastenabdruck hier nochmal kontrolliert, seht ihr jetzt hier als Bild nochmal. Das sieht wirklich sehr gut aus, der Anpressdruck ist gleichmäßig verteilt gewesen. Und deswegen ja, kann ich jetzt Kühlperformance-technisch jetzt hier keine Empfehlung geben. Optikmäßig gibt es auf alle Fälle eine. Ich hoffe, dass Fantex jetzt vielleicht da nochmal ein Upgrade bringt und ein anderes Modell rausbringt, was ähnlich gut aussieht und vielleicht eine bessere Kühlperformance hat. Und da bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich auch nochmal bei CaseKing für die Bereitstellung von dem Testsample hier, von dem Fantex. Glas hier C350i. Kühlperformance muss nachgebessert werden. Ich denke, Fantex wird dort nachbessern, beziehungsweise müssen sie, meiner Meinung nach, also für 80 Euro auf alle Fälle Nachbesserungsnachholbedarf in Sachen Kühlperformance. Wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder Fragen, schreibt es einfach unter das Video, was kann man besser machen, was wollt ihr sehen. Vielleicht habt ihr einen Wunsch, welchen CPU-Wasserkühler ich mal testen sollte für euch. Da versuche ich dann, dass ich das hinbekomme. Der nächste CPU-Wasserkühler ist schon auf dem Weg, der kommt aus Frankreich. Seid gespannt beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Abonniert mich, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Got off the wire.